Wir haben den 5. März im Jahre 2018. Eine Kostprobe Tamron 70 bis 210 mm, durchgehende Lichtstärke 3,5. Als ich die Series One Serie von Vivitar entdeckte, 70 bis 210 mm, durchgehende Lichtstärke 3,5, habe ich mich nach weiteren vergleichbaren Objektiven umgesehen. Ich habe in der Color Photo gelesen, dass es von Tamron ein Adapt-All-System gab. Dieses Adapt-All-System fand ich vom Namen her sehr spannend und von der Idee, die sich dahinter verbarg. Es gibt ein Objektiv und per Tamron-Adapter lassen sich diese Objektive an verschiedene Kamerasysteme adaptieren. Das war damals irgendwo revolutionär. Ich bedauere es eigentlich zutiefst, dass es das heutzutage nicht gibt. BZW, eigentlich ist es noch viel schlimmer, dass wir hier mehrere Objektivsysteme parallel haben, obwohl sie eigentlich zu vereinheitlichen wären. Und damit man verschiedene Objektive an verschiedenen Kameras nutzen könnte. Zu diesem Thema werde ich aber noch ein eigenes Video drehen. Kommen wir zum Tamron. Es kam in dieser relativ schicken Box. Es hat mich etwa 30 bis 40 € gekostet, schätze ich. Wie gesagt, es handelt sich um ein 70 bis 210 mm durchgehende Lichtstärke 3,5. Die Naheinstellungsgrenze beträgt immerhin, bleib hier, 85 cm. Auf dem Objektiv steht ein Makromodus. Ich muss gestehen, ich habe jetzt nicht mehr entdeckt, ob man den irgendwie separat aktivieren kann oder ob er per se vorhanden ist. Im Vergleich zu den Tokinas und Vivitar ist es so, dass hier sich die Linse beim Fokussieren nicht mitdreht. Das ist schon mal ein Pluspunkt für das Tamron-Objektiv. Es handelt sich um ein Schiebezoom. Die Makroskala ist hier aufgedruckt. Wir schauen mal, ob es oben bleibt. Also sehr stabil ist die Positionierung offensichtlich nicht. Bildqualitativ war ich doch ein wenig enttäuscht, als ich das erste Mal getestet habe. Spätere Tests haben dann wiederum zu einem etwas differenzierteren Bild geführt. Ich möchte aber keine abschließende Aussage machen, weil ich dafür noch zu wenig damit gearbeitet habe. Ich plane aber auch dieses Objektiv intensiv mal auf eine Tour mitzunehmen und dann nur Bilder mit diesem Objektiv zu machen, um einfach mit diversen Fotos nach Hause zu kommen, um dann ein abschließenderes Urteil mir bilden zu können. Das Interessante hierbei ist, bei dem Objektiv, wenn man hier die Blende verändert, dann gibt es hier eine kleine Zahl, die alte Nikon-Kameras per Spiegel in das Okular abgebildet haben. Und mit dem Verändern der Blende verändert sich auch diese kleine Zahl natürlich.
Interessant bei diesem Objektiv ist eben, wie gesagt, das Adapt-All-System. Für das Adapt-All-System gibt es hier einen kleinen Knopf. Und wenn man den drückt, lässt sich ganz einfach der Anschluss abnehmen. Auf der inneren Seite ist praktisch das Tamron-Bajonett und auf der Rückseite ist in diesem Fall das Nikon-Bajonett, aber dieses Adapt-All-System gab es auch für andere Anbieter wie Pentax, Minolta, Olympus und sicherlich auch für M42 und andere Anbieter. Canon natürlich auch. Das Anmontieren von diesem Adapt-All-Adapter ist auch sehr einfach. Tamron hat hier einen grünen Punkt und am Adapter gibt es auch einen kleinen grünen Punkt. Also es ist davon auszugehen, wenn man den grünen Punkt auf den grünen Punkt drauf macht. Im Gegensatz zu anderen Bajonetten muss man hier ein kleines bisschen drauf drücken. Man dreht das. Es rastet ein, ist dann sehr fest. Und damit haben wir aus einem Universalobjektiv ein Nikon-Objektiv. Und auch die Blendenanzeige funktioniert. Zum Thema Adopt All möchte ich vielleicht noch irgendwann mal auch ein eigenes Video machen. Zu diesem Objektiv plane ich natürlich auch ein etwas ausführlicheres Video irgendwann mal und zwar dann mit viel mehr Beispielbildern. Gut, soweit zu Tamron 70 bis 210, durchgehende Lichtstärke 3,5.